S3 nach Backnang. Nächste Station, Backnang. Die sind alle schon on fire. Ey, 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 Rika, grüß dich. Schwimmer Kunststraße, oder? Ja. Wo baust du, wo stellst du hin? Wie immer. Auf der Seite da. Wie immer, links hinten. Links hinten, also. So, here we are. Der kleine Fußball hier ist einfach näher dran an den Leuten. Man ist vielleicht nicht nur Kunde, wie man so schön sagt heutzutage in der Bundesliga. So großen Verein hatte ich noch nie so richtig den Kontakt zur Bundesliga. Ich war schon mal im Bundesliga-Stadion in Hoffenheim in Stuttgart, aber ich habe immer so die kleinen Fußballer hier beneidet. So ein bisschen. Es ist einfach nah dran und das genießt man dann als Zuschauer natürlich. Ja. Und wenn man dann hier so nah dran einen Beitrag leisten kann, dass die Mannschaft erfolgreich spielt, umso besser. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen im Backnang-Rettingen-Stadion zum heutigen Spiel zwischen der TSG Backnang und der TSV Heimerdingen. Endlich wieder Verbandsliga. Hey, Nico! Ist doch für einen Amateurfußball unüblich, dass hier jemand 90 Minuten so abfeiert. Aber die Jungs nehmen das super an, machen da mit und sind da hellauf begeistert, wenn wir gewinnen und endlich rüber zum Nico können. Man erlebt jedes Wochenende was Neues und das ist auch das Coole daran. Ja? Also, es ist nicht so jedes Wochenende stromlinienförmig, dass man hingeht, seine zwei Bier trinkt und wieder geht. Ich habe zum Beispiel am Donnerstag Eintracht Frankfurt angeguckt, Europa League, aber das ist mehr so die Ausnahme von der Regel. Also für mich wird sich zum Beispiel irgendein Fernsehabonnement nie lohnen, weil ich die Wochenende bin ich komplett raus. Ich bin eigentlich eher der ruhigere Typ neben Platz. Ich mache mein Studium nebenher. Nebenher für die Zeitung arbeiten in Gmünd. Das ist so, ja, der Alltag. Aber am Wochenende gehe ich halt ab. Ja. Der Punkt, seit ich damals 2011 damit angefangen habe, mit hier so lautstark supporten, Banner malen, alles Mögliche, war für mich immer der Punkt, ja, so eine Mannschaft, das honoriert, auch der Verein ein bisschen, aber in erster Linie natürlich die Mannschaft, da bin ich am nächsten dran. So mache ich weiter. Wenn die Spieler sagen würden, das ist ein Trottel, der da draußen steht, dann würde ich es nicht machen, ja. Aber man sieht es ja hier, ihr habt die Bilder drauf, die Mannschaft honoriert es, die findet es top, die fühlt sich unterstützt, die wird unterstützt dadurch. Ist einfach nah dran, ja. Das ist einfach eine Herzensangelegenheit geworden. Anders kann ich es nicht sagen.
Also ich sag mal so, näher als Fan kommt man wie Nico an der Mannschaft nicht hin. Ja? Klar, im Profifußball ist nochmal eine andere Geschichte, aber außer die Kabine ist eigentlich schon nah dran, kennt auch viele Spieler, versteht sich auch mit vielen Spielern gut. Von daher ist er eigentlich schon auch sehr gut integriert. Ja. Es ist einfach toll, so jemanden zu haben. Nochmals, wir sind dankbar dafür, dass er uns da begleitet, auch auswärts uns unterstützt. Und wir versuchen das zurückzuzahlen mit 3 Punkten und das haben wir heute wieder getan und sind froh darüber. Ich schaue im Jahr also garantiert über 100 Spiele an und supporte die auch. Da passieren manchmal schon verrückte Dinge. Wir spielen bei KSC 2, 100 Zuschauer sind am Platz und die Ordner sagen, ja, du musst in den Käfig darüber, alleine. Die 2 Ordner neben mir haben es mit Humor genommen, mit denen habe ich unterhalten, haben Späßle gemacht. In 3 Wochen fahren wir ein Topspiel nach Hollenbach, das liegt hinter Künzelslau in Hohenlohe. Fahren wir vermutlich 2 Stunden wieder hin. Aber genau das sind auch die Spiele, wo ich hin will. Weil ich sage, Heimspiel anschauen, ohne jetzt abwehrend zu klingen, aber das ist kein gefühlt jeder Fan, ja, aber ich will einfach auswärts Flagge zeigen, die Banner aufbauen, die Fahnen einfach zeigen, hey, Backnang ist hier. Meine Jungs haben die Rückendeckung und wir gewinnen das Ding hier mit der Unterstützung. Ich glaube, er hat jetzt letztes Jahr oder im Winter glaube das Trikot von uns bekommen, 12. Mann. Also ich denke, es kommt im Verein an und ich denke mal, jeder Verein ist froh, so eine Unterstützung zu haben. Als Einzelperson, der so viel Lärm macht auf dem Sportplatz und kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an bei uns, bei den Jungs, beim Verein, ich glaube bei allen. Es sind sogar schon 3 geworden, vielleicht werden es ja nochmal eine 0 da hinten dran. Ja. Es gibt doch nichts Besseres, als am Wochenende hier am Samstag mit dem Timothy zum Beispiel zusammenstehen mit Freunden, einfach ein Bierchen zu trinken. Auch mal mit der Mannschaft dann noch ein paar Bierchen, vielleicht noch ein paar Bierchen zu viel, okay. Ja, wir singen hier immer Fußball und Bier, darum sind wir hier, aber Fußball bleibt schon immer das Wichtigste. TSG und TSG, wann werde ich dich wiedersehen? Die meisten Freunde sind natürlich vom Fußballplatz, ne? Ich lege es jetzt nicht darauf an, dass ich hier der Einzelgänger sein will. Ich will einfach die Mannschaft pushen, wenn dann 2, 3 Leute neben mir stehen, wie heute Alex und Timothy, umso besser, ja. Also von jedem Zuschauer, der die Mannschaft unterstützt, profitiert der Verein, profitiert die Mannschaft. Und wenn ich da quasi vorangehen kann, jede Woche, dann habe ich meinen besten Teil dazu beigetragen, das Wichtige. Der 12. Mann, das steht symbolisch. Wir sind in der Überzahl gegenüber euch. Wir haben hier einen Mann mehr und wir wollen das Ding unbedingt an uns reißen. Das ist für mich einfach der Alltag. Vielleicht auch mein Leben, ja. Kann man so sagen. Adios. Beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteigkante.